Hey Witchy-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Witchy Magic Art Folge auf eurem magischen Hexenkunst und Art Channel. Mein Name ist Hexe Sandra und heute geht es um Aufwärmübungen. Aufwärmübungen sind nicht nur im Sport wichtig, sondern auch in der Malerei, in der Kunst, in der Zeichnerei. Es geht darum, dass das Gehirn aufgeweckt wird, dass dreidimensionale Sehen geschult wird, also nicht nur langfristig, sondern auch erstmal aufwecken. Ja, das sind so die zeichnerischen Dehnübungen, die man da machen kann. Es geht auch natürlich darum, dass die Hand nicht mehr so zittert, dass sie den Schwung geübt ist, dass ja doch auch irgendwo das Handgelenk ein bisschen mit aufgewärmt ist. Ja, da kann man einfach ganz verschiedene Sachen machen. Ich habe da ein bisschen rumprobiert. Ja, Schlangenlinien, die sich treffen, das kann man dann auch noch ausschmücken mit Kurven. Ja, ich habe jetzt hier erstmal, das sieht man jetzt nicht ganz so gut, mit zwei verschiedenen Farben gearbeitet, mit den Schlangenlinien. Mit Blau und Lila und habe dann das Ganze innen mit Schlangenlinien, mit Kurven gefüllt. Also anhand der Schlangenlinien sieht man schon, dass ich zur Aufwärmübung nicht aufgewärmt war. Ne? Das sieht man einfach, das wird dann ein bisschen ungenau, das Auge war auch nicht so geschult, manchmal trifft sich das nicht richtig, das Muster ist nicht mehr so gleichmäßig. Ja, ausgefüllt mit den Kurven, dann in einer nochmal anderen Farbe. Man muss nicht das ganze Blatt sofort füllen. Das reicht so 3-4 Felder oder so, kann man dann pro Tag füllen zum Aufwärmen. Insgesamt hilft eine Aufwärmübung vor dem Zeichnen oder mehrere einfach, um die Motorik zu schulen. Die Konzentration, den Fokus, ja, die Wahrnehmung vom dreidimensionalen Denken. Ja, also so wie ich ja die Kurven einzeichne, ja, ergibt es, wenn man sich das dann anschaut, eine gewisse Dreidimensionalität. Ja, es sieht gebogen aus. Man kann natürlich auch verschiedene Rechtecke zeichnen, wie man das möchte. Man kann sich auch Inspirationen holen bei anderen Künstlern, wie die das machen. Das habe ich auch gemacht. Weil hier geht es ja nicht darum, um das zu verkaufen. Es sind schlichtweg Aufwärmübungen. Ja, es sind einfach Übungen, dass man fit ist, um schön zeichnen zu können oder besser zeichnen zu können. Ja? Wie gesagt, ähnlich wie im Sport kann man das so sehen. Da muss man ja auch erstmal eine gewisse Fittigkeit haben, von Aufwärmungen her, um dann an die Sache ranzugehen, sonst zerrt man sich was. Ja, hier werden ja vielleicht höchstens die Linien krakelig. Das frustriert dann einfach, gerade wenn man es dann schon nicht mehr wegradieren kann. Ja, meine nächste Übung war dann Spiralen oder Kringel zu zeichnen. Ja, von außen nach innen, von innen nach außen. Ist jetzt ein dicker Stift, es geht rein um die Handbewegung. Natürlich kann man auch daraus wiederum ein abstraktes Gemälde machen oder als Hintergrund benutzen, wie auch immer man das möchte. Dann ist noch eine schöne Aufwärmübung, so Gitternetzlinien zu zeichnen. Ja, also die ganzen Übungen, die ich jetzt hier angefangen habe, kann ich fortführen. Ich muss nicht das ganze Blatt sofort füllen.
Das reicht dann fürs Erste. Was auch gut ist für die Dreidimensionalität, ist einfach mit ovalen Kreisen anzufangen, diese dann mit einem Strich in der Mitte zu verbinden, als wäre das jetzt eine Kette zum Beispiel. Und dann die Kreise außenrum einfach verbinden, wo es dadurch dann ja wieder eine Dreidimensionalität gibt.